Willkommen an der BTU, der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Ich bin Jule und ich bin Laura. Wir begrüßen dich zu unserer virtuellen Campusführung. Das hier ist ein 360-Grad-Video und du kannst dich mit Hilfe der Maus umschauen. Alternativ kannst du die Schaltfläche oben in der linken Ecke nutzen. Wir befinden uns hier auf dem Forum der Universität am sogenannten Zentralcampus in Cottbus. Hier lässt es sich zwischen den Vorlesungen echt gut entspannen. Hinter uns ist das Hauptgebäude mit der Verwaltung der Uni. Und links von uns befindet sich die Mensa mit der Cafeteria. Dort drüben siehst du das zentrale Hörsaalgebäude, wo auch die meisten Vorlesungen stattfinden. Wie so ein Hörsaal von innen aussieht, zeige ich euch jetzt. Das ist ein Hörsaal. Viel gibt es hier nicht zu sehen, wenn niemand da ist. Und wenn jemand da ist, der eine Vorlesung hält, dann wird es kompliziert. Schließlich ist das hier eine Universität. Also, schauen wir gleich mal weiter, was es sonst noch so zu entdecken gibt. Vom Forum gelangt man auf die Konrad-Wachsmann-Allee. Sie erstreckt sich einmal von Ost nach West über den Campus. Über die Konrad-Wachsmann-Allee kannst du fast alle Lehrgebäude zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Am Ende der Allee befinden sich vorrangig Forschungshallen. Und was da los ist, schauen wir uns jetzt mal an. Das ist die Hochspannungshalle des Fachgebietes Energieverteilung und Hochspannungstechnik. Diese Anlagen können Hochspannungen mit über 1 Million Volt erzeugen. Damit kann beispielsweise untersucht werden, ob Geräte aus der Energieversorgung einen Blitzeinschlag überstehen. Solche Geräte können außerdem dort drüben in der Klimakammer unter arktischen Temperaturen oder tropischen Wetterbedingungen getestet werden. Dabei geht es auch um die Prüfung von elektrotechnischen Bauteilen. Das ist nur eine von vielen interessanten Aufgaben aus dem Bereich der Elektrotechnik. Mehr zu dem Studium findest du unter Link Nummer 1 in der Videobeschreibung. Hast du genug gesehen? Dann schau doch mal, wo Jule ist. Ich befinde mich hier im TV-Studio des Lehrstuhls Medientechnik. Auch hier fließt Strom, aber mit viel geringeren Spannungen. Er fließt als analoges oder digitales Signal und transportiert Bilder und Töne durch viele Geräte, die du hier siehst. Mit diesen Signalen und deren Verbreitung über Satellit oder das Internet beschäftigen sich Informations- und Medientechniker. Das Studienangebot der BTU ist in diesem Bereich sehr umfangreich. Schau doch einfach mal in der Videobeschreibung im Link Nummer 2 vorbei. Und für alle, die sich für Umweltthemen interessieren, hat jetzt Laura genau das Richtige. Das hier ist das Technikum der Umweltwissenschaften. In diesen Reaktoren werden Mikroorganismen gezüchtet, die biologische Abfälle verwerten und diese in Biogas umwandeln. Neuerdings werden diese speziellen Mikroorganismen sogar zur Speicherung von Windenergie eingesetzt. Solche Verfahren, die an der BTU entwickelt wurden, sind ein ganz wichtiger Bestandteil für das Gelingen der Energiewende. Doch das ist nicht das Einzige, was hier passiert. In diesen kleinen Gläschen befindet sich der Rest, der nach der Biogasgewinnung aus den Abfällen übrig bleibt. Diese Erde wird hier im Labor analysiert und so erhält man Auskunft über den Nährstoffgehalt. Am Ende kann der GERES in der Landwirtschaft eingesetzt werden und so ist der Stoffkreislauf wieder geschlossen. Wenn du dich für ein Studium im Bereich der Umweltwissenschaften interessierst, dann schau in der Videobeschreibung unter Link Nummer 3. Was noch getan werden kann, damit man Ressourcen spart, zeigt euch Jule jetzt. Ich befinde mich hier in der Forschungshalle Panterei. Unter dem Dach der Panterei finden sich viele Fachgebiete, die sich mit Leichtbau und Materialentwicklung beschäftigen. Gerade in der heutigen Zeit hat dieses Thema einen hohen Stellenwert, um Energie und somit CO2 einzusparen. Wie das im Detail aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Eine wichtige Technologie zur Umsetzung der Energiewende ist Wasserstoff. Aber zur Aufbewahrung von Wasserstoff braucht man hochstabile Druckbehälter. Diese werden aus massivem Metall gefertigt und sind deshalb sehr schwer. Die Alternative zur Gewichtsreduzierung sind Verstärkungsfasern, deren Verwendung hier in Halle 4C erforscht wird. Der Roboter legt Kohlenstofffasern hochpräzise ab, die Fasern werden mit dem Laser fixiert und dadurch entstehen Druckbehälter, die bei gleicher Stabilität wesentlich geringeres Gewicht haben. Dank der reduzierten Masse spart man viel Antriebsenergie. In dieser Kabine befindet sich ein Roboter mit einem starken Laser. Dieser Laser kann Metall schmelzen und schneiden. Das Schmelzen und Auftragen von Metall funktioniert wie 3D-Druck und wird als additive Fertigung bezeichnet. So können Teile gefertigt werden, die man nicht schmieden oder gießen kann.
Dadurch ergeben sich völlig neue Möglichkeiten bei der Konstruktion von Bauteilen. Metallbauteile gibt es für die unterschiedlichsten Anforderungen. Um ihre Beständigkeit bei hohem Druck und hohen Temperaturen zu verbessern, kann man nanometerdünne Beschichtungen auftragen. Das geschieht in diesem Gerät nach dem Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung. Wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, musst du schon zu uns kommen. Die Qualität der Beschichtung kann nur mit Hilfe eines Elektronenmikroskops untersucht werden. Das Besondere an einem Elektronenmikroskop ist seine Fähigkeit, bis zur Atomebene zu vergrößern. So können diese winzigen Materialstrukturen analysiert, verstanden und verbessert werden. Du merkst schon, da drin ist einiges los. Und wenn du dich für ein Studium zum Thema Maschinenbau interessierst, dann schau doch einfach mal unter Link Nummer 4 in der Videobeschreibung. Ich befinde mich hier vor der Pantereihalle. Panterei bedeutet alles fließt. Und wie du siehst, findet sich das Fließen in der Stromlinienform der Halle wieder. Aber die Panterei ist nicht das einzige Gebäude auf dem Campus mit einer besonderen Architektur. Wenn du dich für ein Studium zum Thema Architektur interessierst, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Das ist ein Atelier, ein großer Arbeitsraum, in dem die Studierenden an ihren Architekturentwürfen feilen, Konzepte ausarbeiten, Pläne zeichnen und Modelle bauen. Von diesen Ateliers gibt es genug, damit alle Studierenden der Studiengänge Architektur, Stadtplanung und Bauingenieurwesen ihren eigenen Arbeitsplatz finden. Da diese drei Studiengänge eng miteinander verknüpft sind, arbeiten die Studierenden in verschiedenen Seminaren zusammen. Dieses Lehrkonzept nennt sich das Cottbusser Modell und hat sich dabei bewährt, die Studierenden perfekt auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Du interessierst dich für Architektur, Stadtplanung oder Bauingenieurwesen? Dann schau in der Videobeschreibung im Link Nummer 5 vorbei. Und wer weiß, vielleicht entwirfst du bald schon sowas. Ich befinde mich hier am IKMZ, dem Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der BTU. Das Gebäude stammt von dem vielfach ausgezeichneten Architekturbüro Herzog & de Meuron, die unter anderem auch die Elbphilharmonie in Hamburg entworfen haben. Und wie das Gebäude von innen ausschaut, das zeigen wir dir jetzt. Im IKMZ befindet sich die Universitätsbibliothek. Hier hast du Zugriff auf über 1 Million Bücher und Zeitschriften, aber auch digitale Fachliteratur. Es gibt große Lesesäle für Gruppenarbeiten, aber auch ruhige Bereiche zum konzentrierten Arbeiten. Eine sympathische Universität mit hervorragender Ausstattung bietet dir beste Studienmöglichkeiten. Du weißt noch nicht, ob oder was du studieren möchtest? Dann schau auf der Seite der Studienberatung vorbei. Hier findest du Informationen zu allen Studiengängen, aber auch zum Probe- und Orientierungsstudium. Wir hoffen, dir hat unsere kleine virtuelle Campusführung gefallen. Bis bald!